Oh, Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Game Story und zu einer weiteren Folge der Geschichte der Videospiele im Jahre 1977. Ja, es geht jetzt schon viel besser von der Lippe hier. Samstag finde ich mein Vibe. Darf ja noch 36, 37 Parts auch irgendwann mal so sein. Und ja, wie immer habe ich ein Säckelchen voller Spiele dabei, die wir selber spielen können, von denen ich Bilder habe, von denen ich Videos habe. Oder von denen ich nur was Textliches habe, wie wir es ja schon von zig Parts vorher schon kennen. Ja. Und da wir jetzt die Erklärung geliefert haben, können wir, denke ich mal, gleich loslegen. Mit Spiel Nummer 1355. Wir haben ja letztes Mal direkt so mittendrin bei den ganzen Cosmic VIP-Spielen aufgehört. Und deshalb machen wir da jetzt direkt weiter. Und zwar mit VIP Deflection. Das ist das nächste Spiel. Und achso, da muss ich erstmal starten. Sehr schön. Da schmeißen wir alles raus und dann machen wir die Fensteraufnahme und sind drin in dem, ja, wunderschönen Bild hier. Ja, VIP Deflection ist ein Ablenkungsspiel, bei dem der Spieler Spiegel an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm platziert. Ziel des Spiels ist es, den Ball mit den Spiegeln abzulenken, wobei jede Ablenkung einen Punkt bringt. Die Punkte werden eingelöst, wenn der Ball ein einziges Ziel auf dem Bildschirm berührt. Wenn der Ball den Bildschirm verlässt, gehen alle nicht eingelösten Punkte verloren. Zwei Spieler wechseln sich beim Ablenken des Balls ab. Der erste Spieler, der 257 oder mehr Punkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Es gibt vier Spiegelausrichtungen, die der Spiegel frei auf dem Spielfeld verschieben kann, bis jede Platzierung bestätigt ist. Es können maximal 10 Spiegel auf dem Spielbrett sein. Ja, hört sich jetzt wahnsinnig interessant an, aber im Prinzip, wenn man nicht gerade ganz blöd ist, ist das nicht allzu schwer. Ich weiß jetzt nicht, warum da die 1 noch steht, weil die sollte eigentlich weg sein. Aber ich denke. Ah, fuck. Ich brauche die richtigen. Ich brauche bloß die richtigen Teile. Und dann ist das nicht allzu schwer. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. So, jetzt kann ich beliebig noch irgendwas platzieren, weil es macht ja sowieso wenig Sinn, noch irgendwie großartig noch was reinzubringen, weil, naja. Ich glaube, wir haben es. Jetzt ist nur noch das Problem, wie man das Ganze startet. Das habe ich nämlich immer noch nicht kapiert. Also es gibt. Ich habe es schon zum Laufen bekommen, aber ich weiß nicht genau wie. Das ist das Problem. Also ich weiß nicht, ob es einen speziellen Startbutton dafür geben sollte oder so. Huch. Das war das Vollbild. Okay. Upsi. Aber irgendwann läuft es dann schon mal an. Irgendwann. Ah, jetzt. Ja, und das war's. Man hätte es vielleicht so planen sollen, dass man um den Ball herum nicht wirklich was bauen darf oder so, aber andererseits, damals haben die dabei daran wahrscheinlich noch nicht gedacht. Ja, das macht es halt obsolet so. Das ist halt. Ja, ich könnte auch ein Häuschen bauen, fällt mir gerade ein. Ohne die Decke. Das wäre vielleicht noch cooler. Ja, es wird jetzt ewig so weitergehen, bis es 256. Das ist auch so geil. Das 257 Mal muss es jetzt irgendwo abprallen. 257 Mal.
Ja, es ist aufregend. Ich habe noch nie was Aufregenderes aus diesem Spiel gesehen. So kann es den ganzen Tag weitergehen. Ich möchte noch ein Haus bauen. So, eins. Zwei. Nochmal die zwei. Aber warum ist das? Ob der Ball wohl da rausfliegen kann? Wir werden es erleben. Drei. Oh, da muss ich eigentlich größer bauen, sehe ich gerade. Außer ich kann. Ach, ich kann gar nicht. Ja, außer ich baue so. Aber ich weiß gar nicht, ob dann eventuell das dann als frei gilt. Aber wir werden sehen. Das ist zwar eher ein Pfeil, aber egal. Das ist künstlerische Freiheit. Ah, ich werde es ja gleich sehen. Haben wir alle? Nein. Und jetzt muss ich bloß wieder irgendwie schaffen, dass der Ball sich bewegt. Es ist ein merkwürdiges Mysterium, wann der Ball an. Ah! Okay. Ja, es gibt unzählige Kombinationen, den Ball gefangen zu nehmen. Was jetzt daran so eine tolle Sache ist, ich weiß es nicht. Meine, wenn man sich vorher mit dem zweiten Spieler einigt, zu sagen, man darf den Ball nicht einschließen, okay. Aber dann ist es relativ schwierig, da eine. Po Ich hab's versucht, aber der Ball macht nicht immer das, was man glaubt, dass er tun sollte. Und ja, am Ende bleibt halt das hier übrig als Grundspiel. Da, 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 da. Ein heller Wahnsinn. Das könnte ich den ganzen Tag anschauen. So, okay. Reicht jetzt aber auch. Jetzt haben wir genug für den ganzen Tag geschaut. Ja. Deflection. Komisches Spiel. Wenn man das überhaupt als Spiel bezeichnen kann. Ich weiß es nicht so ganz. Naja, egal. Nummer 1356 ist das nächste Spiel auf dem VIP Cosmic. Und das ist Lunar Lander, und das ist endlich mal eine Version, wo wir eine grafische Oberfläche haben. Das macht das Ganze viel besser. Und komm. Und dieses Spiel hat ein paar Optionen sogar. Das ist ein Mondlandungsspiel für den Cosmic VIP. Der Spieler muss eine Mondlandefähre erfolgreich in einem 250 Fuß großen Krater auf dem Mond landen. Das Raumschiff wird auf der linken Seite des Bildschirms und an den Kraterwänden angezeigt, an denen sich die Felsen befinden, denen man ausweichen muss. Sobald man sich in einer Entfernung von 32 Fuß vom Boden befindet, wechselt die Ansicht auf den Kraterboden. Der Spieler muss mit langsamer Geschwindigkeit auf einer ebenen Fläche landen oder er wird zerstört. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden der verbliebene Treibstoff und die Fahrgeschwindigkeit des Moduls angezeigt. Es gibt 16 verschiedene Kraterlayouts, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Der Spieler wird am Ende des Spiels bewertet. Ja, das mit den 16 verstehe ich nicht ganz, aber wir haben hier verschiedene Optionen. Wir machen mal die 1. Das ist nämlich noch das Einfachste sozusagen. Man kann hier dann quasi sich bewegen
Und das ist eigentlich auch schon die beste Wahl, weil man kann dann, man muss vielleicht ab und zu mal noch ein bisschen ein bisschen navigieren, aber ansonsten reicht es einfach nur in der Mitte zu bleiben und hier Lamsang nach unten zu fallen, bis wir die 32 Fuß erreicht haben. Und jetzt sind wir bei. Und jetzt müssen wir quasi Stoff geben, bis wir so ein bisschen unter 0, 1, 2, 3 sind. Das passt eigentlich so. Vielleicht noch mal ein bisschen. So. Und da sind wir gelandet. Astronaut, Pilot. Natürlich darf die USA-Flagge nicht fehlen. Ja. Das war jetzt noch der einfache Modus mit dem Navigieren. Jetzt machen wir mal den zweiten. Der ist schon um einiges schwieriger, sag ich mal. Denn man sieht hier schon, da muss man eher schon ein bisschen mit der Ding arbeiten. Mit dem Schwung. Oh, ja, da hätte ich jetzt einmal nur nach rechts gemusst. Dann sieht man noch mal, was passiert beim Crash. Ah! Oh mein Gott! Puh. Ja, man muss echt ein bisschen aufpassen, ob man denn wirklich in der Mitte ist oder nicht. Das Problem ist, er nimmt manchmal die Eingaben nicht an und dann ist es ein bisschen schwierig, das herauszufinden, neben dem, dass es sehr oft flimmert und man dann deshalb nicht hundertprozentig genau sehen kann, wo man gerade ist. Hallo, geh nach. Mein Gott, man drückt nach rechts und es passiert nichts. Das ist halt echt mies. Wenn das nicht gescheit funktioniert, das ist nervig. Ja, schon gut jetzt. Könntest du bitte die Fensteraufnahme wieder dahin tun? Nein? Gut, dann halt nicht. So. Schauen wir uns noch die drei an. Die drei habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil. Es muss ja noch schlimmer sein. Hä? Das ist der einfache Modus. Das ergibt jetzt keinen Sinn, warum ich jetzt gleich hier unten bin. Oh. Upsi. Das war zu viel. Ja, 5 ist schon zu viel. Man muss echt 1, 2, 3 oder 4 nehmen, sonst klappt das nicht. Aber ist die 3 quasi schon direkt unten? Anscheinend. Ist quasi schon, da kannst du direkt das Landen üben. Uff. Ach, wenn die halt einfach nicht genommen wird, wenn du drückst, das ist schrecklich. So. Ja. Gut, das war dann Lunar Lander. Finde ich gut, dass man jetzt da nicht mit irgendwelchen beschissenen Sachen sich konfrontieren muss. Wie Treibstoff pro Sekunde und Landung und was weiß ich alles. Gott. 1357 bezeichnet sich selbst als VIP Most Dangerous Game. Mal sehen, wie gefährlich es wirklich ist. Wenn man sich so nennt, dann muss es aber auch abliefern, würde ich mal sagen. Das Most Dangerous Game. Wo ist es denn? Da. Ja, und was ist das? Das ist ein rundenbasiertes Labyrinthspiel.
bei dem eine Person durch ein Labyrinth navigieren muss, während die andere versuchen muss, sie zu erschießen. Das Labyrinth ist verdeckt und die Wände werden erst sichtbar, wenn sie berührt werden. Die Spieler können drei Felder pro Zug bewegen, verlieren aber ihren Zug, wenn sie eine Wand berühren und aufdecken. Der Gejagte gewinnt, wenn das Zuglimit erreicht ist oder wenn er den Ausgang findet. Der Jäger gewinnt, wenn er auf dem gleichen Plättchen wie der Gejagte landet oder ihn erschießt. Ja, da das natürlich ein Zwei-Spieler-Spiel ist. Ist das ein bisschen schwierig? Da war eine Wand. Da ist keine Wand. Da war wieder eine Wand. Aha. Also der unten rechts ist quasi derjenige, der jagen muss, und der hier oben links, der ist der, der wo entkommen muss. Ha. Aber ich komme jetzt nirgendwo mehr hin. Ich habe so das Gefühl. Aber doch, ich kann ja hier noch auf der anderen Seite hier raus. Glaube ich. Oh. Ah, hier komme ich. Die Frage ist halt jetzt, wo ist der Ausgang? Wahrscheinlich da, wo er reinkommt. Aber ich glaube, da ist es eher wahrscheinlich, dass man das Zuglimit erreicht, anstatt dass man irgendwie zum Ausgang kommt. Ah. Jetzt hat der gewonnen, der das Zuglimit. Ja, also oben links hat gewonnen. Ja, das ist halt das Problem, wenn du als der Schießwütige hier gewinnen willst, musst du eigentlich relativ schnell einen Weg finden und das ist nicht so einfach bei dem, wie man hier gerade sieht. Und du hast eigentlich quasi nur 15 Züge Zeit. Versuche mich jetzt mal fangen zu lassen. Ah. Das gibt's doch nicht. Oh, ich glaube, ich habe gefunden, wonach ich suche. Ja. Und bam. Und da haben wir dann rechts als Gewinner. Ja, wie gesagt, wenn man das zu zweit spielt, dann macht das mit Sicherheit ein bisschen mehr Fun. Aber allein ist das natürlich jetzt, oh nein, ich hätte. Wahrscheinlich musst du tatsächlich.
Bäm. Erwischt. Ja. Wie gesagt, für. Das wäre halt eher etwas für zwei Spieler. Natürlich. Da macht es sicherlich auch ein bisschen mehr Spaß. Anstatt nur mit einem. Aber ansonsten ein ganz interessantes Konzept, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt auch nicht überragend. Das Most Dangerous Game, ich weiß nicht so ganz. Ah. Die 1358 gehört auch zu der VIP-Familie. Und das ist jetzt interessant, weil das kapiere ich absolut nicht. Ich glaube, da bräuchte ich eine Anleitung oder irgendwie sowas, damit ich dieses Spiel irgendwie euch adäquat präsentieren kann, aber es wird schon irgendwie klappen. Das ist das VIP Programmable Space Fighters. Das ist ein Programmierspiel, in dem bis zu 8 Raumschiffe bis zum Tod kämpfen. Die Spieler programmieren eine Reihe von Befehlen, die dann der Reihe nach von allen Raumschiffen ausgeführt werden. Raumschiffe, die von den Lasern getroffen werden, verringern ihre Verteidigungsstärke und werden zerstört, wenn diese auf Null sinkt. Es gibt keine Siegbedingungen oder strenge Regeln darüber, welcher Spieler welche oder wie viele Schiffe kontrolliert. Ja, das Problem ist, man kann, das ist jetzt glaube ich tatsächlich nur die, wie viele Schiffe dabei sind oder die anderen, ich weiß nicht, was die Buchstaben alle bedeuten. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt nur zwei Computer und jetzt kannst du irgendwie wild Tasten drücken ich weiß nicht, irgendwann passiert dann plötzlich was. Da jetzt bewegt er sich irgendwie mal. Und du kannst zwar hier so die Nummern eingeben, zum Beispiel für das S, aber für den anderen, da passiert dann irgendwie nichts. So, jetzt machen sie irgendwelche Sachen, die ich eingetippt habe. Also das ist eine sehr merkwürdige Sache. Wie gesagt, es würde, wenn man weiß, was man tun muss, ergibt es vielleicht Sinn. Aber für mich ergibt das keinen Sinn. Wir haben schon 6 Züge ausgeführt, ohne dass irgendwie großartig was passiert wäre. Ich nehme jetzt auch nicht mehr Raumschiffe, weil es dann nur noch länger dauert, da irgendwie was zu tun. Aber dass die beiden mal aufeinandertreffen, geschweige denn sich beschießen, das wird eher nicht passieren. Oh, immerhin, wir haben einmal einen Schuss gesehen. Keine Ahnung, wie ich den ausgelöst habe. Ich drücke hier einfach wild die Zahlen von 1 bis 9 und bestätige das und hoffe, dass irgendwann mal was passiert, aber. Wie ihr seht, ja. Ja, da passiert irgendwie gar nichts. Also, ohne
gewisse Erkenntnisse, was man jetzt da genau tun muss. Oh! Ich hab's geschafft. Ja, im Stream funktioniert alles irgendwie immer besser. Er ist weg. Schön. Dann haben wir es auch geschafft. Das ist merkwürdig. Also wie gesagt, wenn man wüsste, was man genau tun muss, ist es vielleicht ganz spannend mit mehreren Spielern. Aber wenn man absolut keine Ahnung hat, was man da eigentlich tun muss, ist es relativ schwierig, da raus schlau zu werden. Und deshalb bleiben wir einfach dabei und sagen, ich habe es wenigstens geschafft, den noch abzuschießen. Was ich nicht erwartet hätte. Nummer 1359 ist ein weiteres VIP-Cosmex-Spiel. Und das ist. Gewittermeldung. So. VIP Reversi. Das ist eine Computeradaption des klassischen Brettspiels Othello oder Reversi. Zwei Spieler legen abwechselnd Spielsteine ab und versuchen so viele wie möglich von den Spielsteinen des Gegners einzukapseln. Eingekapselte Spielsteine wechseln die Farbe. Wenn das gesamte 8x8 Brett voll mit Spielsteinen ist, gewinnt der Spieler mit den meisten Spielsteinen auf dem Brett das Spiel. Ja, das verstehe ich wenigstens noch, wie das funktioniert. Obwohl ich jetzt keine wirkliche keine wirkliche Strategie habe. Und ich oftmals nicht wirklich weiß, wo man noch was hinlegen kann. Es ist manchmal ein bisschen schwierig. Hallöchen, Mike. Bam, 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 bam. Ah, oh, das war nicht verkehrt. Ha. Darf ich nicht, da muss ich, dann setze ich es hier hin. Das ist bestimmt ein guter Punkt. Oh ja, das war ein sehr guter Punkt. Oh ja, was ich dich schon fragen wollte, Mike, was hältst du von den Neuerungen, die der Football Manager jetzt im übernächsten Jahr einführt? Der war gut. Na, ich glaube, Weiß gewinnt das Spiel. Kenne ich noch nicht so viel, habe nur mitbekommen, dass man Spielstände übertragen soll. Wie, du hast noch nicht mitbekommen, dass es im übernächsten FM auf die Unity Engine umgewechselt wird und somit die Grafik grundlegend verändert wird?
beziehungsweise modern wird. Weiß nicht, ob das sein muss. Angeblich anscheinend schon. Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage. Ich hoffe, bei dir ist es dasselbe. Ich würde mal sagen, das sieht nicht gut aus für Mr. Punkt. Du hast mir jetzt immer noch nicht beantwortet, wie es dir geht. Das sieht jetzt ganz böse aus.
Ich kann jetzt keinen Zug mehr machen. Habe ich deswegen jetzt verloren? Ich kenne, so gut kenne ich die Regeln von Reversi auch nicht, ob man verliert, wenn man keinen Zug mehr machen kann. Aber so wie ich die Spiele kenne, meistens ja. Faszinierend. Kann jetzt keinen Zug mehr machen. Na gut. Aber das grundlegende Spielprinzip hat man wahrscheinlich gesehen oder kapiert und das Spiel an sich hat man auch gesehen und eventuell kapiert und ja. Entweder schreibt Mike jetzt einen riesen Aufsatz oder ich weiß nicht so ganz. Nummer 1360 ist ein weiteres Spiel der VIP Cosmic-Reihe. Und das nennt sich VIP Sequence Shoot. Oder Sequence Shoot. Und das ist ein Spiel, das ich erstmal finden muss. Da ist es. So, also, Sequence Shoot ist ein Spiel, ähnlich wie Simon Says. Es gibt vier Ziele auf dem Bildschirm und einen Scharfschützen am unteren Rand. Der Spieler kann auf die verschiedenen Ziele schießen, indem er die entsprechende Taste drückt. In der ersten beiden Runde blinkt nur ein einziges Ziel, in der zweiten blinken zwei Ziele nacheinander und so weiter. Je mehr der Spieler trifft, desto mehr Punkte gibt es. Ein Punkt fehlt das richtige Ziel. Und die Sequenz wird länger. Das Spiel endet nach einer Folge von 22 Zielen mit einer Punktzahl von 254 Punkten. Das kriegst du erstmal hin. 22 Punkte, ey. Ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal resetten. Das Problem ist, die sind blöd angeordnet. Also C ist das oberste, D ist das zweite, E ist das dritte und F ist das vierte Ziel. Das muss man sich erstmal im Kopf immer überlegen, was jetzt was ist. Muss man auf den Reset-Knopf drücken. Aha, das war jetzt das untere. Das heißt, es ist F. F, F. Ja, so kann es gerne weitergehen. Das Problem ist, es ändert sich irgendwie. Ja, D, F, F. Ach, die Sequenz bleibt nicht gleich, sondern es ändert sich immer. War es jetzt zweimal E oder war es einmal E? Verdammt. E. Nee, zweimal E. Scheiße. Ja, ihr seht schon, das ist, naja, ist tricky. Vor allen Dingen, wenn man sich merken muss, was welche Buchstaben ist. Das ist das Problem dabei. F, C. D, D, C. Nein, nicht E. Wenn es 1, 2, 3, 4 wäre, wäre es so viel cooler. Warum muss es denn C, D, E, F sein? Jetzt habe ich wieder nicht gesehen, was geblinkt hat. F. D, E. E, E, D. F. Erst F, dann D, dann F, dann D. D, D, F. Oh Gott! D, D. Hä? Was nicht zweimal? Scheiße. Oh Gott! Das ist schrecklich. C. E. E.
D, E, C. E, E, C, E. D, C. Nein, es war erst E. Ach. Das sich zu merken. Wer schafft denn da 22, bitte? Wer kriegt denn das hin? Oh mein Gott. Wenn es 1, 2, 3, 4 wäre, wäre es ein bisschen einfacher. So ist es. Okay. Gut. Haben auch jeder gesehen. Hat jeder gesehen, dass ich mir nichts merken kann, wenn es so kompliziert wird. Nummer 1361 ist ein weiteres Spiel, das Cosmic VIP, und das ist VIP Slide. Slide, 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 Slide. Darunter kann man sich viel vorstellen. Aber was es am Ende ist, ist Bowling. Yay! Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Beide Spieler versuchen, einen Puck über Punktetöpfe auf. Ah, nee, das ist das. Ach, ein Puck über Punktetöpfe auf dem Spielfeld zu schieben. Ein nahegelegener Punkt ist 2 Punkte wert. Weitere Punkte sind 4 und 8 Punkte wert. Aber ein Treffer an der Rückwand macht alle Punkte zunichte. Ein Spieler schiebt 3 Pucks pro Zug und das Spiel ist nach 6 Zügen vorbei. Der Spieler mit den meisten Pucks gewinnt. Ja, wie steuert man jetzt die Kraft dieses Pucks, indem man die Leertaste so lange hält, wie man es für nötig hält? Deshalb, ich versuche jetzt gleich mal hier eine hohe Punktzahl zu erzielen. Das war nicht genug Schwung, glaube ich. Wobei, der ist die ganze Zeit so langsam. Das ist ja der Schreck hier dabei. Aber man muss halt genau in der Punktlinie drin landen. Oh, das war zu wenig. Okay. Zweiter Versuch. Jetzt gab es schon ein bisschen mehr Anschubs. Jetzt stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Nein! Das war zu viel. Oder? Nein! Oh, er ist stehen geblieben. Cool. 8 Punkte. Wunderschön. Jetzt machen wir noch vielleicht einen Zweierpunkt und dann haben wir 10 Punkte eingesammelt. Das war zu viel. Oh, genau mitten. Ah, es bleibt doch. Ah, es zählt aber. Okay, und jetzt kommt der zweite Spieler, der natürlich nicht da ist. Ich versuche jetzt mal noch ein bisschen. Vielleicht für die 4 Punkte mal. Ah, ich glaube, für 4 Punkte ist es zu viel gewesen. Ja. Sechs Punkte. Okay, ich dachte, ich müsste eigentlich direkt auf die Dinger landen, aber das scheint nicht mal nötig zu sein, um Punkte zu kriegen. Ich dachte, man muss tatsächlich die direkt überlappen, aber das scheint tatsächlich nicht unbedingt nötig zu sein. 12. Ha, faszinierend. Oh, das war zu weit. Okay. Das sind nur 2 Punkte.
Ist auch. Ha. Okay. Wir interessieren mal, was der volle Schwung hier ist. Wie lange muss man die Leertaste drücken? Oder kann man sie drücken, bevor es von selber losgeht? Geht es überhaupt irgendwann von selber los? Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Sie scheint keine automatische Funktion zu haben, irgendwann aufzuhören. Die Frage ist, wann macht es keinen Sinn mehr, länger zu drücken? Ah ja, gut, der ist dann trotzdem. Der Schwung ist trotzdem ziemlich lahm. Also, da kann man jetzt nicht irgendwie übers Ziel hinausschießen, wie so ein Irrer. Okay. Geil. Schade. Diese Spiele enttäuschen mich immer wieder aufs Neue. Aber ansonsten auch hier wieder eigentlich ein relativ interessantes Konzept. Es dauert nur ein bisschen zu lange. Mit diesem Hook. So, das ist jetzt der letzte Wurf. Und genau 30 Punkte, das ist gut. So, VIP-Slide. Ein heller Wahnsinn. So, jetzt haben wir noch ein weiteres Spiel für den VIP Cosmac. Dann war es das erstmal wieder von dieser großen Spielebibliothek. Und was wir jetzt noch haben, ist VIP Some Fun. Und ja, man kann sich schon ein bisschen eventuell vorstellen, was man darunter verstehen muss. Natürlich kommt auch dieses Spiel nicht ohne ein gewisses Genre aus, das damals anscheinend genauso beliebt war wie viele andere Sachen. Und zwar ist das ein Rechenspiel. Dem Spieler werden Summen aus drei Ziffern angezeigt. Der Spieler muss den Wert der Summe schnell eingeben und erhält Punkte für die Geschwindigkeit, mit der Antwort gegeben wurde. Für Falschantworten oder wenn die Antwort länger als 3 Sekunden dauert, gibt es 0 Punkte. Es gibt 20 Zahlensätze für insgesamt 200 Höchstpunkte. Ja. Im Prinzip muss man nur alle drei Zahlen addieren. Das ist alles, was man hier macht. Und natürlich sollte man es möglichst schnell eintippen.
Das ist das komplette Spiel. Ist das nicht der helle Wahnsinn? Hundertvierundzwanzig von 200 Punkten. Frag mich überhaupt, wie man die 200 Punkte schaffen sollte, weil da musste ja quasi sofort antworten. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ich versuche es mal nochmal, um den zu toppen. Weil da 10 Punkte rauszuholen, boah, muss der innerhalb der ersten Sekunde antworten. Manche können das mit Sicherheit, ich nicht. Aber selbst das waren nur 9 Punkte und das war relativ schnell. Ja, 158. Easy überboten, aber ich glaube, noch höher werde ich nicht kommen, weil das ist schon so gut bin ich dann auch nicht. Aber 158 von 200, ich denke, damit kann ich leben. Das ist für mich ganz in Ordnung. So, das war's mit dem Cosmic VIP. Mit den ganzen Spielen davon. Vorerst. Werden bestimmt vielleicht noch ein paar kommen. Irgendwann mal. Nummer 1363 ist der Visiomatic 101 oder 101. Und ja, ihr könnt ja mal raten, was das wohl ist. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Donc là cette fois-ci, on va parler de la Visiomatic 101 d'Alcatel, qui existe aussi sous le nom de Pison Brothers, je crois, un truc comme ça, mais en fabrication en tout cas, était Alcatel. Donc c'est une console qui a un look, comme vous voyez, sacrément old school. En termes de console Pong, d'ailleurs, c'est peut-être l'une des plus intéressantes ou la plus intéressante. Et comme vous avez pu voir par rapport à ce que j'ai pu mettre comme titre sur la vidéo, effectivement, il y a un point qui, je trouve, moi, plutôt rigolo, c'est que c'est peut-être la console française la plus française de toutes, quoi. Déjà, il n'y en a pas eu beaucoup, des consoles vraiment françaises ou qui pouvaient un peu prétendre l'être. Ordinateur, pas énormément non plus, bon, la gamme Thomson, bien sûr.
Mais c'est peut-être, alors j'expliquerai pourquoi, c'est la plus française de toutes les consoles. Voilà. Alors, c'est pas par rapport à son look qui est quand même assez incroyable, donc c'est livré, j'allais dire, dans une mallette comme ça, marron, Ja, chrome, un das, truc die hyper Konsole wird simple, quelque chose tatsächlich du in genre. einem Koffer Voilà, avec eingebaut geliefert. métal, des dessins Das ist dessus qui relativ sont interessant. explicites, mais plutôt jolis. C'est quand même très années 70, bah, pour le coup, c'est années 70. Donc la date de sortie de cette console, c'est 77. On passe 73 comme on voit écrit de temps en temps, mais c'est une erreur. Mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc, c'est un Pong, hein, jusque-là, ok. Donc, sélection des jeux, du mode de jeu. Alors, c'est cool, c'est que des petits dessins. Donc, on comprend que là, c'est le tennis, donc l'un contre l'autre, etc. Donc là, c'est du squash ou pelote basque. Et ainsi de suite. Il y a un mode ordinateur, c'est-à-dire on peut jouer contre le robot. Donc là, on choisit effectivement que le robot soit là ou pas. Et d'ailleurs, c'est justement un truc très intéressant là-dessus. J'en parlais juste après. Donc, parce que c'est rare à l'époque justement, et ils ont fait une solution, un choix qui est différent de celui que j'ai pu montrer précédemment. Voilà, disons que Der voilà, berühmte c'est quelque Chip, chose de mit dem wir all compact, dem mais wir qui alles zu a une verdanken puissance. haben. Et je vais dire pourquoi c'est pas possible, parce que de l'Inter 7, c'est juste une erreur. Des opaques. Voilà. Mais Magnavox Odyssey, le premier fabricant export pote qui est dans jeux vidéo et qui m'avait dit que pour lui, il se disait que la manière la plus simple de faire quelque chose comme ça, ce serait d'imaginer que en fait, que justement ça marche pas. Mais c'est assez intéressant à comprendre. En fait, vous voyez que le joueur de gauche, donc le joueur robot, il apparaît disparaît, tel un fantôme. Ok, en termes de caractère, je pense que. Ja. An sich sieht das Design relativ cool aus. Das ist in einem Koffer eingebaut. Das ist eine interessante Entscheidung. Was soll's? Die Nummer 1364 ist die Wacko Video TV Game. Davon habe ich kein Bild gefunden. Das ist mal wieder eine Pong-Konsole, von der nichts existiert, außer dass sie existiert hat, aber mehr auch nicht. Nummer 1365 ist der Wonder Wizard. Hey everyone, Stanley here, and a while ago I reviewed this game for the NES. It sucked. And if you haven't seen that video, please do. It sucked. Like making mad for all the world. But Ja, das ist alles toll. Jetzt zeigt. this is the Wonder Wizard. Oh boy. Now, first things first, it's a Pong console, obviously, so there's three games on it, which is basically all just different versions of Pong. But the controllers are just these knobs that are built in to the console. And there's no one player mode either, so you can only have two players. So I guess I have to just put it on the floor. Okay. Now, before I do anything, it should be noted that this Pong console was made from a Magnavox Odyssey for like half of it. You know what I mean when I show you, but it was made, like the bottom bit of it was made directly from a Magnavox Odyssey, which is an older video game console. And it uses batteries as well, which can be really inconvenient, but luckily I have the AC adapter for it. But the weirdest thing about this is the way you connect it to the TV. I luckily have an adapter for it, but usually you'd have to screw these little things into the back of your TV, and since I have a newer TV, I can't do that. Now, I just need a second player. Okay, Bauer, you'll do. Now let's do this. Now, when you first turn it on, you'll notice the screen starts glitching out until you push reset on the console. But when you do, it's your basic average Pong. It's pretty fun for its simplicity. And there are also three different kinds of game modes you can have: tennis, hockey, and handball, which I don't even understand. But there's also three difficulty meters for each game. First one is beginner,
which has the big bars and the slow-moving ball. The next one is intermediate, which has smaller bars and a more angled moving ball. And then expert has the big bars and a really frickin' fast moving ball. If you can even play this one, you're amazing. But yeah, when you play it, it's really enjoyable and stuff. And you keep going until someone reaches 15 and... Wait, did Bauer win? So, all in all, it's a pretty good console. But 41 years later, I don't know, it's kind of bland. But I mean, at least it's playable. And at least it's rather enjoyable, you know. But it's a pretty good console. But anyway, I guess that'll do it for the Wonder Wizard. So, I guess this has been Stanley427. I'll see you all next time. Eine ziemlich gute Konsole, wenn man nicht schon 200 davor hatte, die wo mehr können als die. Ja. Aber er hat ja nicht mal verstanden, wie Squash funktioniert. Das ist halt, naja, gut. Egal. Die Nummer 1366 ist ein Spiel, das wir selbst spielen können. Yippie-yay-yay. Und das ist vom Video Brain. Einem sehr, naja, nicht weit verbreiteten PC damals. Den zu emulieren war dazu eine Emulation zu finden, war schon schwierig. Meine Güte, habe ich da lang gesucht, bis ich da mal was gefunden habe. Wir hatten ja schon mal zwei Spiele davon. Das eine war Pinball und das andere Gladiator. Jetzt haben wir schnell. Muss ich schnell aus dem Fullscreen rausgehen, damit ich das überhaupt catchen kann hier. Wird ja wohl mit der Fensteraufnahme funktionieren. Jawohl, Wunderbärchen. Wenn ich das wieder in den Fullscreen gehe, geht das hoffentlich auch noch. Na. Ja, wunderschön. Also, wir haben Wordwise 1 oder Wordwise 1. Das ist ein Spiel ähnlich wie Boggle. Der Spieler erhält eine Reihe von Buchstaben und muss diese Buchstaben verwenden, um Wörter zu bilden, wobei er je nach Länge des Wortes Punkte erhält. Das Ziel ist es, die höchste Punktzahl zu erreichen, bevor ein Timer abläuft. Das Spiel kann mit zwei Spielern gespielt werden und hat drei Schwierigkeitsstufen. Wir fangen mal mit Amateur an. Ah ja, die Keybelegung ist sehr tricky, weil dieses Video Brain hatte eine ziemlich, naja, ich sag mal, gewöhnungsbedürftige Tastaturbelegung. Gott sei Dank gibt es im Internet eine, sodass ich das relativ gut spielen kann. Also, hier ist quasi Z1 oder Y, weil ja das die europäische deutsche Tastatur ist. Und ein Spieler ist dann ebenfalls Y. Und F3 ist dann Start und dann geht's los. Und jetzt müssen wir quasi ein Wort bilden mit dem, was wir hier jetzt hier haben. Also eigentlich ein englisches, aber das Teil, das kapiert das nicht. Also es hat keinen Wortschatz. Das spricht, du kannst eigentlich alles Mögliche eingeben. Wir könnten auch jetzt deutsche Wörter nehmen. Versuchen wir doch, ein deutsches Wort rauszuholen. Kaum sehe ich gerade. So, jetzt müssen wir quasi zuerst einmal die Buchstaben ganz nach rechts schieben. Das heißt, wir möchten jetzt die 8. Das heißt, die 8 ist die Taste Blub. Was ist die Taste 8? E. So, jetzt ist er draußen und jetzt können wir ihn auf die 1 schieben. Mit der Y-Taste. So. Dann brauchen wir die A auf der 2, die ist schon draußen. Das heißt X. Und dann brauchen wir noch die Taste M. Das ist die 6, das ist die Taste F. Und dann auf die 4, das ist die Taste S. So, und schon haben wir das mit kaum ein Wort. Und jetzt müssen wir noch dem Computer sagen, dass wir vier Buchstaben haben. Wie ging das jetzt gleich nochmal? So, und dann F3 wieder. So, vier Buchstaben, 171 Punkte. Mit kaum.
Fall. So, dann kriegen wir die nächsten. Das nächste. Heute würde tatsächlich passen. Da schau mal einer an. Da müssen wir erst einmal das E von der 6, aus der 6 war F und dann auf die 2x. U passt schon. Dann das T muss auf die 4. Das ist der Buchstabe S. Und dann muss noch die 9, das ist das R, muss erstmal raus und dann auf dem Buchstaben, auf die Zahl 5, das ist die D. Heute. Und bam. 402 Punkte. Mir würde Fass mit Doppel-S einfallen. Hass wäre auch eine Möglichkeit. Mach mal Hass. Das gefällt mir gerade ganz gut. D, dass es ganz drüber ist und dann Y an die 1. Dann brauchen wir die 6, das ist F. Und dann an die 2. Dann haben wir die 3 und dann noch die 6 wieder und auf den Buchstaben 4. Hass. Wunderschön. Und es regnet weiter Punkte. 615. Ich könnte Fury bilden. Aber ich habe mich ja für Deutsches entschieden. Euro wird gehen. Wunderschön. Ab mit dem. Nein, auf die 2. So, Euro. Brauchen wir noch die 9. Das ist das R. Und dann wieder auf die 4. S. Und schon haben wir den Euro. 861 Punkte. Bagitti. Der Mai würde gehen. Ansonsten würde mir jetzt da kein Wort einfallen. Mai. Aber mal gleich das auf die 3 und die 9 auf die 2. Mai. Ansonsten würde mir jetzt da keins einfallen. 1059 Punkte. Yeah. GGG. Ach du Scheiße. Roh. Roh würde mir jetzt einfallen. Agro. Doch, das Agro würde gehen. Wir nehmen Agro. Das passt auch ganz gut. 8. E. Und dann auf die 3. Die 5 ist D und dann auf die 4 S. Und dann braucht man noch das O, das ist auf der 6, das ist die F. Und dann auf die 5, das ist die Agro. Wunderschön. Ja, mit den Punkten. 1281. Boah. Das würde passen.
Mama, boah. Er hat das tolle Aussprachen hier. Wo ist das? Die 3 auf die 1? Ups. Ja. Die 4 auf die 2. Dann die 5 auf die 3. Und dann nochmal die 5 auf die 4. Boah. Yay. War das Wetter bei euch heute auch so wechselhaft? Nee, es waren Sonne, Wolken, ein bisschen Wind und jetzt gibt es gerade eine Gewitterwarnung. Also doch, eigentlich doch. Eau Kugizel. Okay. Lauge. Lauge würde funktionieren. Da schau einer an. Vier. Vier. Auf die 3. 7 oder 8 ist wurscht. Auf die 4. Und dann noch das E auf die 5. Lauge. 1695 Punkte. Po. Po. Da würde mir nur Po einfallen. Mehr kommt bei mir da jetzt nicht raus. Ja, nee, da kommt mir jetzt nur Po in den Sinn. Wie komme ich denn zurück? Scheiße. Das ist jetzt blöd. Pock. wie komme ich denn? Oh, es muss mindestens 3 sein. Oh, okay. Ja, dann Pock. Nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kann daraus kein Drei-Buchstaben-Wort machen. Da kommt bei mir jetzt nichts raus außer Pock. Ah, ich wüsste eventuell, aber das werde ich nicht mehr schaffen. Oh. Hui.
Ah, gerade noch das Pui rausgeholt. Oh Gott. Oh Gott, was soll das denn? Miau. Das wäre auch nur Englisch. Aber es ist, ich glaube, ihr habt kapiert, was das für ein Spiel ist. Deshalb denke ich mal, können wir das jetzt beruhigt auch so beenden. So. Nummer 1367 ist dann tatsächlich dann noch Wordwise 2, weil es gab ja bisher 1, also muss es ja auch 2 geben, wahrscheinlich. Und ja, das gibt's auch. Man hat noch einen zweiten Teil daraus gemacht. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ja, es gibt noch einen zweiten Teil davon. Und hier gibt es mehr oder weniger 4 verschiedene, in Anführungszeichen, Spiele, wobei 3 davon nicht als Spiele gelten, laut Mobi. Wordwise 2 ist ein Tool, das den Benutzern das Tippen beibringt. Es enthält auch ein Spiel namens Cypher. Zwei Teams von Spielern treten gegeneinander an, indem sie einen Satz vorgeben, der vom Computer verschlüsselt wird. Das andere Team muss ihn entschlüsseln, um den ursprünglichen Satz zu erhalten. Das Team, das dies am schnellsten schafft, gewinnt das Spiel. Wir können uns ja trotzdem mal die anderen noch angucken, einfach nur aus Curiosity. Keylearn ist eigentlich relativ einfach. Es zeigt hier verschiedene Buchstaben an und du musst sie nachtippen. Das Problem ist auch hier, dass natürlich manche von den Buchstaben nicht dem entsprechen, was sie sein sollten. Das haut jetzt alles noch relativ gut hin. Aber das A ist zum Beispiel nicht das A, was wir kennen, sondern doch ist es eigentlich schon, aber da hat er die andere Funktion. Ich weiß nicht, wie ich da das A reinbekomme. Deshalb, ja, und dieses Zeichen. Manche sind nicht erreichbar für mich, sage ich mal. Sieben Wörter pro Minute. Ja, dafür, dass die Tastatur völlig anders ist als unsere, weiß ich nicht, ob das so verkehrt ist. Dann haben wir noch den Skill Trainer. Und das ist eigentlich dasselbe. Ja, ich bin durch. Ach, da geht's noch weiter. Scheiße. Sag das doch. Elf Wörter pro Minute. Wow. Ich werde zum richtigen Pro hier in dem Ding. Ach. So, dann haben wir noch Speed Quiz. Das habe ich, glaube ich, nicht kapiert. Ah ja, da musst du quasi das eintippen, was da steht. Genau. Dass das nicht klappt. Ah! Und das ist eigentlich. Es ist immer dasselbe. Also es ist jetzt hier keine. Bye.
Ja. Das ist ziemlich langweilig, weil es immer dieselben Wörter sind. Die ändern sich nicht. Es sind immer dieselben drei Wörter. Macht es nicht wirklich interessant. Wie war denn bei euch das Wetter, Mike? Oh, 13 Schläge pro Minute. Jetzt kommen wir aber zu dem richtigen, also zu dem Spiel in Anführungszeichen. Cypher. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ja, aber warte mal. You. Achso, das geht ja nicht. Es gibt gar keine Löschentaste. Ja, es ist. Man sieht ja dann der. Upsi. Der ändert das dann quasi. Idiota! Idioto! Idioto! Natürlich, wenn man das Wort schon kennt, macht es natürlich nur halb so viel Spaß, ist ja klar. Aber da kannst du ja einen Haufen Scheiß machen damit. Ja, und jetzt versucht das mal herauszufinden. Nein, Mann, war gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist noch das Interessanteste von den Spielen natürlich, weil du selbst die Worte, Satz etc. pp. Eingeben kannst. Damit macht es das zum interessantesten Spiel meiner Meinung nach von der ganzen Kollektion, aber naja. Es ist okay, aber es ist keine Offenbarung. Aber naja. Was ist das schon? Der gute Videobrain. Nummer 1368. Wir sind ja im Jahr 1977 und bis zu dem Ereignis, was jetzt als Arcade-Konsole rauskam, aus Arcade-Konsole, als Arcade-Automat, ist noch ein bisschen, ist ein Jahr zu früh dran. Wir nähern uns 1400, ja. Aber man dachte sich wohl früher, ist ja früher als gar nicht oder zu spät. Und zwar ist das World Cup von Sega. Das ist ein Fußballspiel, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten können. Die Fußballspieler werden mit einem Trackball bewegt und der Ball kann mit einem drehbaren Joystick geschossen werden. Wenn sich ein Spieler über eine andere bewegt, der den Ball hat, wird der Ball gestohlen. Also es ist kein Pong mehr, sondern es ist tatsächlich schon, wir nähern uns schon langsam dem Fußball und nicht dem Pongball. Leider gibt es davon nichts Spielbares, wie so oft bei Sega. Die damaligen Arcade-Automaten sind entweder extrem selten, weil sie oftmals aus Japan wahrscheinlich gar nicht rausgekommen sind. Und ja, es gibt da auch sonst leider nicht wirklich Bildmaterial davon. Außer die Arcade-Flyer, die man hier gerade sieht. Ja, schade eigentlich, aber ist halt so. Nummer 1369 ist das XY-4 und das ist wieder eine Pong-Konsole und noch basicer kann eine Pong-Konsole gar nicht aussehen. Plus dieser basic schwarzen Verpackung, in der eine weiße Konsole drin ist. Ich weiß nicht. Es sieht sehr langweilig aus. Die Verpackung sieht langweilig aus. Die Konsole sieht langweilig aus. Da müssen wir nochmal am Design arbeiten, würde ich mal behaupten. Ja.
Die 1370 ist Yahtzee oder wie man es bei uns gerne sagt, Kniffel. Ich habe einfach mal ein Bild des programmierbaren Taschenrechners, auf dem das läuft. Das ist eine Umsetzung des klassischen Würfelspiels für den SR-52. Der Spieler würfelt mit 5 Würfeln und versucht Treffer zu erzielen, wobei er eine begrenzte Anzahl von Wiederholungswürfen machen kann. Ja. Und das lief auf diesem wundervollen Taschenrechner. Ein heller Wahnsinn. Diese programmierbaren Taschenrechner damals. Davon gab es einige irgendwie. Und ja. Nummer 1371 ist das Sayushi TV Game. Da habe ich leider auch wieder keine Bilder dazu gefunden, aber ich kann euch versichern, es ist nur eine Pong-Konsole und damit ist sie, naja, eine Pong-Konsole eben. Nummer 1372 ist das 6502 Package oder 6502 Package, irgendwie was auch immer. Jetzt sind wir quasi bei den Release-Daten von 1977 durch. Jetzt kommen die Monate plus 1977. Nicht, dass ihr euch wundert. 6502 Package ist eine Zusammenstellung der folgenden Spiele: Hangman, AC/DC, Switch, Mastermind und Hercule. Zusätzlich einen Zufallsgenerator enthalten. Die Spiele sind nur als Tippliste und nicht auf Kassette erhältlich. Ja, cool. Nummer 1373 ist die Basic Software Library Volume 1 Business and Recreational. Und das ist eine Zusammenstellung verschiedener Geschäfts- und Freizeitprogramme, die im Basic geschrieben wurden. Auch einige Spiele ent sind enthalten. Diese sind Animal, einschließlich eines umfangreichen kybernetischen KI-Programms, das dem Spieler beibringt, wie man etwas über Tiere lernt. Wahnsinn. Und ich werde das jetzt so machen. Ich habe da auch einige oder ein paar davon, die wir spielen können. Und ich werde dann quasi immer switchen. Dann zu dem Spiel. Denn das Ganze gab es auf unserem allseits beliebten Soll20-Emulator. Und ein paar von denen habe ich dann eben zum Spielen. Den Animal zum Beispiel habe ich nicht gefunden. Aber ein paar gibt es davon, die ich euch zeigen darf. Will man es über die Fensteraufnahme hinkriegen? Jawohl, kriegen wir über die Fensteraufnahme hin. Wunderschön. EX. Nein, scheiße. EX 00000. So, machen wir noch schnell Musik an, denn wir haben ja keine Musik auf dem Soll 20 oder sonstige Sounds. Und was wir jetzt starten, ist das hier. Was wir jetzt starten, ist Astronaut. Und das ist eine Lunar Lander Variante. Und da muss der Spieler versuchen, ein Raumschiff auf einem anderen Planeten zu landen. Mal schauen, wie diese Lunar Variante aussieht. Lunar Lander Variante. Schau mal, was Doosplay gerade gepostet hat. Okay. Das wird niemand so haben. Ah, das ist aber sehr viel Basic Code hier.
Das ist sehr viel Basic Code. Das ist verdammt viel Basic Code. Oh, wir sind fertig. Schön. Ja, wir fangen an mit Apollo. Have you flown on an Apollo LEO Mission before? Ja, eigentlich schon. Ich würde bitte metrische haben. Oh nein. Output total time elapsed in seconds, height in meters, distance from landing site in meters, vertical velocity in meters per second, horizontal position in meters, fuel units remaining. Was kann ich jetzt eingeben? Enter TPA. To abort the mission at any time, enter 00. 1065 minus 60. Was ist denn TP und A? Ich gebe einfach mal das hier ein, was hier steht. Scheiße. Möchte mal sehen, was da passiert. Upsi. Import Error. Ah, okay, jetzt muss ich nacheinander eingeben. Und jetzt? Oh, hat nur ein bisschen gedauert. Ich bin mit der Höhe sogar noch gestiegen. Aber da muss man noch auf vertikal und horizontal aufpassen. Das wird nicht gut enden. Ich möchte einfach gar nichts sagen. Nee, das will ich gar nicht weitermachen, weil ich ganz genau weiß, das wird nichts. Ich muss auch noch horizontal und vertikal noch mit einbeziehen und das ist. Gewitter in 30 Kilometer. Yippie. Schön. Alarm, Alarm! Nein, ich will da gar nicht weitermachen, weil das ist. Ich weiß jetzt schon, dass es nichts werden wird. Wir haben ja Lunar-Lander-Varianten schon zuhauf gehabt. Dann haben wir noch. Lass mich kurz schauen. Bagel, das ist ein Code-Ratespiel, das hatten wir schon mal. Also es sind ja auch Spiele, die wir schon mal hatten dabei. Cannons, ein Artilleriespiel, habe ich nicht gefunden. Dafür habe ich aber das nächste Spiel. Das können wir wieder spielen. Und das werde ich vielleicht auch ein bisschen besser beherrschen. Hoffentlich. Musik läuft auch keine mehr, okay. Und zwar haben wir jetzt Checkers, das klassische Brettspiel, also Mühle oder Dame. Danke, dass du auch mal wieder anläufst. Ist jetzt Checkers Mühle oder Dame? Ich glaube, es ist Mühle.
Aber die Musik passt ja gerade perfekt zu Mühle oder Dame. Ich glaube, es ist Dame. Bin mir echt nicht mehr sicher. This program will play checkers. The computer is X and you are. Oh, hey! Ah ja. I move from 2-6 to 1-5. Dann ich von 3-7. Ich hoffe, ich mal, es klappt zu 4-8. Nee. Oh nö! Error in line. Ist das dein Ernst? Jetzt muss ich wieder komplett resetten. Das Problem ist, man muss halt erst mal herausfinden, wie man das spielt. Muss man immer eine Zahl eingeben und dann die nächste, also 1 Enter oder es ist halt, aber wahrscheinlich wird es so laufen, denke ich mal. So. Do not try to double jump. Oh, okay, gut zu wissen. So, okay. Also. 3. 7. Ah, okay. Du. 4. 8. So, hä? Occupied? Warum? Ach, ist es andersrum? 7-3 zu 8-4. So rum, oder? Muss ich laufen? Ah, so geht's. So rum geht's. Okay. 1-7-2-6. Hä? Was? Ach, der hat hinten einen. Ah, okay. Das kann ich auch. Will ich aber nicht. Muss überlegen, wenn ich jetzt den. Fünf. Drei. Zu 4-4. Die Musik spielt immer nicht weiter. Was soll das denn? Von 2-8 zu 1-7. Vier, zwei zu 5-3. Es ist zwar jetzt ein Bait, aber ich nehme ihn. 4-4 nach 2-6. Ja, jetzt hat er meinen wieder weg, auch weggenommen.
Dann nehmen wir die fünf eins auf die 4-2. Drei sieben auf 2-6. Haha. Sechs zwei auf 7-3. Vier sechs auf 5-5. Sieben eins auf 6-2. Ich muss jetzt eigentlich nach vorne, es hilft nichts. Wenn ich jetzt, dann kriegt er den. Wenn ich den jetzt dahin stelle. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Die 5, nein, 5, 5, 3, Scheiße, jetzt, weil, ja, 6, 6, 4. Drei, 7 zu 4, 6. Ah, jetzt hat er es abgeblockt. Ich dachte es mir schon. Shit. Warum geht denn das nicht weiter? Warum hört die Musik immer wieder auf? Lauf doch immer weiter. Bleibt mal neu laden, vielleicht läuft es ja dann mal. Okay. One on the third night alone. I wished I'd never been born. Wenn ich den jetzt hochziehe, ja, machen wir es mal. Sechs, zwei auf 5, 3. Jetzt muss er eigentlich noch vorne ziehen. Jetzt kann er eigentlich nicht mehr weg. Glaube ich. 1, 5 zu 2, 4. Ja, genau. Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich mit dem 3, 3 auf 1, 5, 5 springen. You have another chance from. Hey, ich dachte, es gibt keine Doppelten. Von 1, 5 nach 3-7. Cool.
Von 3,5 auf 2,4. Er kann von da aus niemanden springen. Ich mache jetzt mir eine Dame. Wenn ich jetzt dahin springe, dann springt er zurück. Ja. Dann machen wir uns jetzt eine Dame. Von 3,7 auf. Wenn ich darüber gehe. Wenn ich jetzt auf die 4 gehe, kann ich eigentlich niemanden schlagen und von der 2 erst einmal auch nicht. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich links nach links gehe. Auf 3. Nee, warte, nicht auf 3. Auf 2. Auf 2. 8. You get a King! Okay. Cool. Oh yeah. Wenn ich jetzt dahin springe, dann kann er mich eigentlich nicht treffen. Stimmt. Weil er hat ja dann noch einen da. Oh ja. Dann gehen wir jetzt von 6,4 auf 4,6. Sechs, sechs zu 5,5. Ah ja. Darf ich meine eigenen überspringen? Ich glaube schon, oder? Wenn ich jetzt 2, 8 auf 6, 4 mache. Das dürfte doch eigentlich hinhauen, oder? Yes! Shit. Achso, ich kann ja wieder zurückspringen. Stimmt. Dann nehmen wir uns den gleich wieder. Von 6, 4 auf, ja, mach mal auf 2, 8. Ich habe doch schon einen König. Aber es ist schön, dass ich noch mal einen habe. So. Jetzt kommt ja schon wieder einer. Hä, warum wurde der jetzt nicht übersprungen? Oder wie sehe ich das jetzt? Ha. Auf jeden Fall muss ich jetzt eigentlich mit dem 5, 3 springen auf die 3, 5. Okay. Und jetzt mit der 3, 5 auf 2, 6. Und jetzt müsste ich eigentlich den einen ja wieder wegholen können. Wenn ich mit der 2, 8 auf die
6-4 gehe. Weiß nicht, warum die Musik immer aufhört. Sieben, 7 zu 6, 6. Jetzt springen wir mal mit dem anderen hier, mit der 1, 3 auf die 3, 5, damit der mal weg ist da und mich nicht weiter nervt. Und dann mit der 4, 6 zu 5, 7. Oh, das hatte ich jetzt befürchtet, dass das passieren wird. Jetzt kann er durch die Lücke hindurch schlüpfen. Ah. Ja. Da müssen wir jetzt aber auf jeden Fall dafür sorgen. 6, 4. Auf. Vier, sechs, dass die eine wenigstens verschwindet da. So. Ja, das wird jetzt leider ein König werden. Das kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Da machen wir uns gleich noch einen zweiten. 5, 7 auf die 6, 8. Wenn er jetzt da springt. Muss es auf jeden Fall noch einen gleich holen. 2, 6 auf 7. Nee, stopp. Umgekehrt. Nein! Scheiße, jetzt mache ich das Spiel kaputt. Och Gott sei Dank. Auf 1, 7. Ich wollte das Spiel nicht kaputt machen. Das ist nicht gut. Zu 6, 6 auf 5, 5. Will er mich jetzt biten? Weil wenn ich jetzt den überspringe, nee, dann trifft er mich aber trotzdem nicht. Ja gut, dann. Hier 6 auf 6, 4. Okay. Er überspringt aber mein Ding nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Jetzt nehmen wir mal die 1, 7 auf die 2, 8 und hab somit noch einen König. Ah, jetzt hat er ihn übersprungen. Oder ist auf ihn drauf gelandet. Ja, und jetzt kann ich direkt auf ihm landen? Weil er ist jetzt direkt auf ihr gelandet, also. Oder kann der König nicht auf den König landen? Das werden wir jetzt gleich herausfinden.
6, 4 auf 4, nein, 4, 2. Ja, nein, das geht nicht. Okay. Gut, aber hey, ich kann ihn ja überspringen, sehe ich ja gerade. Ich brauche ja bloß mit 3-1 auf 5-3 springen und dann ist der König wieder weg. Tschüss, König. Oh yeah. So, jetzt springen wir mit der 6 4 auf die mal wieder auf die 4 6 und holen uns den nächsten. Ich würde mal behaupten, wir haben so gut wie gewonnen. Drei, fünf auf zwei, sechs. Very good, you win. Wow. Hat er jetzt aufgegeben? Yay, ich habe gewonnen. Cool. Sehr schön. Wenn jetzt noch die Musik ständig spielen würde. Ja. Ein schönes Damispiel. Auch wenn das natürlich hier mit den Zahlen so immer so eine Sache ist, aber hey, sind hier im Jahr 1977, ist okay. Schönes Videospiel auf jeden Fall. Gefällt mir. Muss ich sagen, es ist eine schöne Adaption des Ganzen. Dann, was haben wir noch? Ach ja, das geht gleich weiter. Einmal resetten, einmal wieder. Extended Basic laden. Das Skript laden. Und zwar haben wir jetzt noch Craps. Ja, das Würfelspiel. It was fun playing with you, sucker. Ich finde das immer geil, wie ich die alten Spiele immer beleidigen. Krabs, do you want the rules, bitte? This program simulates a dice game and played by you and the computer. Rules of the game are as follows. The computer calls for the amount of your bet and then rolls the two dice. If the sum of the dice is 7 or 11, the computer wins. If the sum is 2, 3 or 12, you win. If any other combination turns up, the computer again tosses the dice. If the sum seven is 7, you win. If the sum is the same as that of your first roll, the computer wins. The computer continues to roll the dice until one of these conditions is met. After 5 bets, a summary of your earnings or losses is printed and you are asked if you want to play again. Okay. 5. Oh, ich habe gewonnen. Cool. Den. Der Computer hat gewonnen. Verdammt, 20. Ich habe gewonnen. Cool. Die 1 comes up a 6, die 2 comes up a 3. The dice are tossed again. Die 1 comes up 1, 2, die 2 comes up a 5. You win this bet. $500. Der Computer gewonnen. Scheiße. 1000. You win this bet. Yeah. Ich habe 1025 und der Computer nur 510. Yes. Ah, nein. Decided to quit, huh? Well, let's look how you did. My figures show you won bets totaling $1,025.
I have one bet totaling $510. I seem to be a little short of cash right now. I'll catch you right after payday, okay? If you can't wait that long, the guy sitting at the next terminal told me he would cover all my losses, so talk to him. It was a fun playing with you, sucker. Beleidigen mich doch nicht ständig. Meine Güte, was kann ich dafür? So, okay, da ja, das ist sehr, sehr basic. Was soll man dazu sagen? Ah. Weitere Spiele sind noch Dogfight, ein Luftkampf mit Raketen, Golf, ein Golfspiel, Line-Up, ein Zahlensortierspiel. Eine zufällige Liste von Zahlen muss in einer möglichst geringen Anzahl von Zügen in aufsteigender Reihenfolge wieder aufgestellt werden. Ein Pferderennen, dann haben wir das nächste Spiel, das ich euch zeigen kann. Und das ist wo haben wir es denn? Das ist dann noch ein Roulette-Spiel. Ja, wir sind weiterhin im Glücksspielbereich tätig. Oh, das Roulette hat auch einige Basic Lines hier. Ja, brauchen wir die Regeln? Natürlich. Welcome to Computer Roulette. You have just purchased $350 worth of chips on your charge card for the roulette table. 4% sales tax on the $350 you spent for the chips is $14 for a total charge of $364. Code room charges were $4 to... Was? Okay. The wheel is standard European. There are seven numbers. Before you spin, you will place your bets on the table. Ja, bitte. Type any number to see more. Single numbers pay for red, black, high, low, or even all pay even money. Ja. Betting on any numbers. Any two numbers, 71, any dozen, 221, any column, 21. Since it is impossible to show all full 37 positions wheel, a smaller 28 position wheel will be shown. Instead, a gap in the wheel of 10 numbered components will be shown by a symbol or bar.
When the ball stops on the zero and even money you bet is neither won nor lost, but is placed in prison until a non-zero number appears. If the ball lands on an even number during the next spin, you win. Okay. To simplify the game, betting on two numbers can be on any two numbers on the board. Regular roulette requires placing your chips on the line between two numbers to make this kind of bet. The same will hold for bets on three numbers, five, and six number bets. Okay, okay, okay. Ich wette auf Red Black. Ich hätte gerne Schwarz. 25 Dollar. Da mal los. Der Winner ist 6 schwarz. Yes! Wie, ich gewinne gar nichts dabei? Also wenn ich schwarz nehme, kriege ich genauso viel Geld, wie ich wieder gewettet habe. Das ist aber so nicht gedacht. Ich sollte doch da ein bisschen was gewinnen eigentlich. Huch, jetzt geht's von selber hier los. Sieht so ein bisschen aus wie das Auge von Mordor hier. 16 rot. Pick one. Die 1. 25 Dollar. Der 9 ist rot. Ich habe 50 Dollar gewonnen. Woo! Okay. Roulette. Schön. Oh, ich gehe. Ich habe 25 Dollar gewonnen. Oh, wow. You are a winner. Naja. Ist okay. Oder so. Dann haben wir noch Splat, das haben wir nicht dabei, aber das nächste Programm ist schon wieder noch mit dabei. Und zwar haben wir jetzt noch... Bam, da. Tank, ein Kriegsspiel zwischen zwei Panzern.
Man merkt einfach, dass die Spiele immer komplexer werden, da die Basic-Zeilen auch immer länger werden. Oh, wir sind fertig. Ja, bitte. This is a game of tank warfare. Your main goal is to survive and also destroy as many enemy units as possible. You are commanding a M5 Stuart tank, which has 5 inches of armor and carries 37 points are given for each kill and a log is kept of total kills you make until you get destroyed. You will be able to move and buy time if the enemy shoots are getting too close. Move rate of your M5 Stuart tank is up to 110 yards. Movement can be in 8 possible directions as shown. You move or shoot, you can do both. The Germans will be in the 3 or 4 direction. Any letter type will print a summary of all available comments for this game. Good luck. Spotted plane reports. One armored car unit. Two armored presence turbine drives is flat open green. Germans moving. Boom. Tiger shooting from 500 yards. Boom. Shoot on you ineffective. Shot by 38 yards. Boom. Duck free assault gun shooting from 700 yards. Boom, shoot on you ineffective. Off the right by 120 yards. Was? Was? You've been hit. You're dead. Was? Oh mein Gott! Was? Das Spiel ist mir zu hektisch. Ich brauche die Kommandos. Ich muss wissen, was die einzelnen. Move to 9, move 0 to 90 feet, scan of visible enemy tanks, wait for Germans to move closer, shoot at only one enemy unit, withdraw from the area, abandon your crippled M10 tank destroyer, get a status report, get info on the enemy tanks, point value of enemy tanks, list of log. See nothing, hear nothing. Wow, wow. Okay. Ich möchte gerne auf die 59 schießen. King Tiger Hit und dann gibt's ein Error.
Toll, da treffe ich mal was und dann spuckt das Game Fehler aus. Dankeschön, keine Lust. Ja, was soll das denn? Ach komm schon. Das ist unfair. Naja, gut. Kann man nichts machen. Das Spiel möchte wohl nicht, dass man gewinnt oder so. Keine Ahnung. So. Ja, das waren jetzt eigentlich alle Spiele von dieser Basic Software Library Volume 1 Business and Recreational. Nummer 1374 ist dann die Basic Software Library Volume 4 General Purpose Programs. Und da sind auch ein paar Spiele mit dabei. Das sind Bingo, Bull, Enterprise. Da steuern Sie die Enterprise in einer Schlacht gegen einen klingonischen Schlachtkreuzer. Der Spieler kann Phaser und Torpedos sowie nach vorne als nach hinten abfeuern oder versuchen, näher heranzumanövrieren oder als verzweifelte Maßnahme sich selbst zu zerstören. Football, ein textbasiertes Footballspiel aus dem Großrechner-Footballspiel von 1965 und dem Footballspiel von 1973 ähnelt. Das hatten wir ja von 1973. Dann gibt es noch Gomoku, Check. Keine Ahnung, was ist es? Live, das ist ein Game of Life wahrscheinlich. Und ein Spiel haben wir aus der Library, das wir auch spielen können. Ein Wahnsinn. Aber es wird nicht ziemlich wird nicht sehr aufregend werden. Denn das Spiel ist jetzt, naja. Okay. Wo ist es denn da? Das ist nämlich Poker, ein Pokerkartenspiel. Yippie, ja. You will be dealt 5 cards with the option of discarding from 0 to 5 of the cards. On the card display, the numbers above your card, 1 to 5, are the number you type in if you want to hold that card. Stars will underline your choose, indicating that the card will be held. Ah, ja, okay. In the above example, card 1 and 3 have been held. One is ten of hearts and three is queen of hearts. Note input the zero to release all holds so far. Two other special inputs are F to fold and S to stop the game. Otherwise terminate the hold section by entering any letter. For the next input you will be asked to place your bet. House limits are any bet from zero to $10. The at symbol is used to make the 10 Dollar Bet, okay. You've been advanced 100 credits, $100 credits. No dealer's fees are $5. Good luck. D2S 2CKS 9S. Puh. Da würde ich wahrscheinlich die 4 nehmen und die 5. Und die 2.
Und dann? Vier, fünf. Okay. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber okay. Was? Ich habe gewonnen? Aber ich habe doch. Hä? Ich habe irgendwie $5 verloren. In eine Zehnte. Hä? Hey Mango! Oh, so much letters. Yes, Mango. Million, many, many letters. Warum habe ich denn jetzt verloren? Also ich weiß ja, wahrscheinlich weil ich eine 1 zu 1, weil ich nur ein paar hatte. Okay, irgendwie verstehe ich das. Wir nehmen mal die 3 und die 4. Und nochmal 5. Ich habe schon wieder $5 nur gewonnen, weil ich ein paar hatte. Ah. What the fuck? Oh, lauter C? Nee, warte. Zwei Herzen, sechs Herzen und zwei Cubes und drei Herzen. Ah, I lost money, Mango. I lost many money. Das hat gehört. Zwei Paare. Spiel nur $1 gewonnen. Was soll das denn? Drei, vier und fünf. Ja, endlich. Zwei Paare, $24. Yes! Fasten your Lederhosen. Das könnte interessant werden. Free of a kind eventuell. Aber vielleicht auch nur eventuell. Wer weiß. Ich mach mal fünf. Ah. Leider nicht. Nur ein paar. How are you doing, Mango? So ist man mit der 3 und der 4. Oh, two pairs. Cool. Kinda chilling, but doing work. You chill and do work. That's nice. Ja, five. Blubblub Poker ist okay. Ich denke mal. Ja, mehr muss man davon nicht sehen. Und das war's erstmal mit dem Soll 20 Emulator spielen. Eigentlich wird ja so viele davon. Unglaublich. Es gibt dann noch Cubic und Tic-Tac-Toe. Today is Chill Day. That's very nice. Und 1375 ist die Basic Software Library Volume 5 Experimenter Programs. Und da gibt es natürlich auch nochmal zwei verschiedene Spiele. Das eine ist Baseball. Das ist ein nicht interaktives Baseballspiel, das sich selbst spielt. Super. Und Roulette. Noch eine Roulette-Tisch-Simulation. Super. Klasse. Auch keiner. Nummer 1376 ist die Belfruit Slot Machine. Das ist eine Spielautomatensimulation, die den Belfruit-Spielautomaten der Marke Mills nachahmt. Sie bietet die gleichen Auszahlungen und auch die gleichen Gewinnchancen. Sprich also, du verlierst die ganze Zeit wahrscheinlich. Nummer 1377 ist dann das nächste Spiel, was ich spielen kann. Das ist im Browser.
Ich verstehe nur nicht, warum die Musik nicht weiterläuft. Danke. Well, at least it's virtual money. Yes. It's virtual money. Dann muss ich wohl mit der Bildschirmaufnahme arbeiten. Wir spielen jetzt Black Friday und das hat nichts mit dem Verkauf zu tun oder sowas, sondern das ist eine Börsensimulation für ein bis vier Spieler. Jeder mit einer Startinvestition von 5000 Dollar und einem einfachen Ziel, durch den Handel mit 10 verschiedenen Wertpapieren steinreich zu werden. Das ursprünglich für den DECPDP10 geschrieben ist und in der Januar-Ausgabe 1977 des Byte-Magazin veröffentlichten Spiel basiert auf einer realistischen, nicht zufälligen Simulation des Aktienmarktes, die zwischen 3 und 10 Jahre Spieljahre dauert. Jedes Jahr stellt eine Runde dar, in der die Spieler Dividenden erhalten und Aktien kaufen und verkaufen können. Bullenmarkt- und Bärenmarktperioden beeinflussen die Aktienwerte entsprechend. Aktien müssen abgegeben werden, wenn das Unternehmen in Konkurs geht und geteilt werden, wenn ihr Wert auf 150 Dollar steigt. Ja. Was ist deine Glückszahl? 3. What instructions? Yes. Ja, okay. Ein Spieler. Wir machen mal 3 Jahre. So. Dividends for you, new cash, 5000. Now you have 5000 Dollar. Want to buy? Yes. Wir kaufen, weil von der ZE, weil die jetzt zu viel verloren hat. Wenn ich jetzt wüsste, was man eingeben muss, damit da was passiert. Jetzt habe ich wieder vergessen, hier den Text auszumachen. Ich habe leider absolut keine Ahnung, was ich jetzt eingeben müsste, damit ich vielleicht ZE5? Nein. Ich weiß nicht, wie ich was kaufe. Super. Keine Ahnung. Das ist natürlich super. Highway. Ja, ich würde kaufen. Ich weiß halt leider nicht, wie man kauft in dem Spiel. Wird dir auch nicht erklärt. Selbst in der Ding wird es dir nicht erklärt. Das ist halt echt nicht gut. Oh. Ich habe keine Ahnung. Fünf
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Ja, warum? Warum kann ich denn oben nicht sehen, was da stand? No. Ich hab doch jetzt nichts. Ich wollte doch nichts. Wenn ich sage, ich will nichts kaufen, warum? Ah, vielleicht, warte mal, vielleicht muss ich, vielleicht darf ich kein Yes oder No eingeben, sondern nur Ja, ja, Y und N, ich weiß nicht. Ja. Dann heißt es Final Details und dann ist es vorbei. Dann halt nicht. Warum müssen diese Spiele manchmal so kompliziert und nicht funktionierend sein? Warum? Egal. Nummer 3378 ist Blockade. Das ist ein Lightcycle-Game, das in PLM geschrieben wurde. Zwei Spieler treten gegeneinander an. Beide steuern eine sich immer weiter ausdehnende Linie, die in vier Richtungen gelenkt werden kann. Der erste Spieler, der auf eine Spur trifft, die entweder von ihm selbst oder einem anderen Spieler hinterlassen wurde, verliert die Runde. Der erste Spieler, der seit 10 Runden gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Wow. Cool. Dann das nächste ist Concentration. Das ist ein Gedächtnisspiel, bei dem eine Zahl kurz eingeblendet wird. Der Spieler muss die gleiche Zahl eintippen. Wenn der Spieler richtig liegt, wird eine größere Zahl angezeigt. Wenn er falsch liegt, wird eine kleinere Zahl angezeigt. Nach drei Fehlversuchen ist das Spiel zu Ende. Wow. Nummer 1380 ist dann noch ein Spiel, das ich selber spielen kann. Ja, haha. Ein Spiel, das ich selber spielen darf. Hurra, hurra. Das dürfte eigentlich mit dem Game Capture funktionieren. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Yeah, funktioniert. Sehr schön. Wir haben hier Dominos. Bei Dominos spielen zwei Spieler um die Platzierung von Dominosteinen. Die Blöcke werden automatisch gespielt und der Spieler steuert den Gizmo, der sie platziert. Der erste Spieler, der mit seinem Gizmo gegen einen vorhandenen Block stößt, verliert die Runde. Die Spielmechanik ist identisch mit der von Lightcycle Games, nur mit einer anderen Optik. Sobald ein Spieler stirbt, fallen all seine Blöcke einer nach dem anderen zurück zum Ausgangspunkt. Also wie ein Domino. Ja. Und das Spiel ist für Atari. Wir sind der Schwarze. Und das Spiel wird immer schneller. Nein, nicht davon fahren. Ja, genau, bleib hier. Yes, jetzt habe ich dich. Und jetzt fallen gleich die Dominosteine. Und jetzt. Mohahaha.
und die KI ist nicht die allerschlauste, aber dafür sind ja die Spiele ja eigentlich für zwei Spieler meistens ausgelegt. Tschüss. Buena! Hey! Yo! Cool! Ich mag das Konzept mit diesen Dominosteinen wirklich irgendwie. Das finde ich ganz cool. Wenn sie dann alle runterfallen, sobald, oder umfallen, sobald halt ja eine gegen seine Mauer stößt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe früher immer gerne den Domino Day geguckt. Das hat irgendwann auch aufgehört. Aber das ist eigentlich ganz cool. Eben mit dieser. Damit, dass dann die Dominosteine alle umfallen. Das ist ein cooler Effekt, finde ich. Ja. Dominos von Atari. Das machen wir noch weiter bis zum nächsten spielbaren Spiel. Das dauert nicht lange. Zwar nur noch ein weiteres und dann machen wir für heute Schluss, weil ich glaube, das ist eine gute Zeit. Nummer 1381 ist Hangman Word Game und das ist ein Spiel zum Erraten von Wörtern. Dem Spieler wird die Anzahl der Buchstaben des zu erratenden Wortes mitgeteilt und er erfährt für jeden erratenen Buchstaben, ob er im Wort vorkommt und an welcher Stelle. Ja, das ist ein super Schlusswort für die heutige Folge der Geschichte der Videospiele, würde ich mal sagen. Jo. Da hatten wir heute wieder einiges an spielbarem Zeug und nur ganz wenige Pong-Konsolen. So soll es irgendwie auch sein. Manchmal zumindest. Bop, bop. Und dann, wo ist denn da? Yes, Ending Stream, Mango. Der nächste Stream wird dann vermutlich am Donnerstag wahrscheinlich kommen. Thanks, Mango. Hope you have a rest of chill day. A rest chilling of chilling day. Und ja. Wie gesagt, wahrscheinlich dann der nächste Stream wird wahrscheinlich am Donnerstag dann kommen. Außer ich habe dann für morgen so viele Spiele noch dabei, dass man vielleicht morgen sogar noch einen Stream machen kann. Aber das kommt auch ein bisschen auf die Lust an. Mal schauen. Lasst euch überraschen, ob ich dann morgen online komme oder nicht. Das werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis zum nächsten Stream einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und sage dann, ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.